Hallo Jasmin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich weiß, es ist sehr lange her, dass ich was hochgeladen habe, aber jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück, bin wieder dauerhaft in München, wieder ein bisschen angekommen, aufgeräumt, geputzt, Wäsche gewaschen und jetzt beginnt ja auch schon bald das neue Semester. Das heißt, es gibt jetzt wieder regelmäßig neue Videos. Und in diesem Video habe ich tatsächlich News zu meiner Masterarbeit. Diejenigen, die den Channel hier schon länger verfolgen, wissen, dass ich im Juli meine Masterarbeit abgegeben habe. Und das Gutachten und die Note ist da und das möchte ich heute mit euch teilen. Los geht's! Es ist so, wie ich gerade gesagt habe, ich habe Ende, Mitte Juli 2021 meine Masterarbeit abgegeben gehabt und tatsächlich relativ schnell die Note bekommen. Also ich glaube, das hat nur 8 Wochen gedauert. Und dann hatte ich schon die Note, jedoch hat es, also wir kriegen halt immer nur im Notenspiegel dann einfach eine Note angezeigt. Und mich hat natürlich schon interessiert, wie die dann zustande gekommen ist. Deswegen habe ich einen Nachbesprechungstermin mit meinem Betreuer ausgemacht. Der aber hatte länger irgendwie keine Zeit, es ist sich länger nicht ausgegangen. Deswegen hat sich dann das nochmal 2-3 Wochen geschoben. Dann war ich im Urlaub und jetzt habe ich endlich Zeit, die Note mit euch zu teilen. Ich würde euch als erstes gerne das Gutachten vorlesen. Es gibt nochmal so einen ganz guten Rundumschlag und an dessen Ende steht auch die Note. Also bleibt dran, halte durch, dann erfährst du auch die Note, die ich gehabt habe oder habe. Und dann würde ich gerne ein bisschen was zum Gutachten sagen und zu den Kritikpunkten, die da genannt wurden. Es wurden natürlich welche genannt, ist ja klar, keine Arbeit ist perfekt. Denn ich fand die tatsächlich beim ersten Durchlesen gar nicht mal so leicht verständlich. Und dann am Ende möchte ich noch ein Fazit zur Masterarbeit geben. Also, ja, wie habe ich den ganzen Prozess empfunden? Bin ich jetzt zufrieden mit der Note? Und auch, wie ist es im Vergleich zur Bachelorarbeit? Das könnte ja hier auch einige interessieren. Also, dann starten wir mit dem Gutachten. Das Gutachten beginnt mit Gutachten zur Masterarbeit von Nadine Dosch. Und dann der Titel. Der Titel lautete: Der Einfluss von nonkonformen Übergängen auf die schulischen Entwicklungen von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe 1. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sich Frau Dosch mit der Frage, welchen Einfluss nonkonforme, das heißt von der Empfehlung der Lehrkraft abweichende Übergänge in die Sekundarstufe 1 auf die schulische Entwicklung der Kinder nehmen. Zur Beantwortung ihrer Forschungsfrage wertete die Autorin die Daten der Startkohorte 2 des nationalen Bildungspanels aus. Die Arbeit ist in 7 inhaltliche Sinnabschnitte untergliedert. Auf die Einleitung folgt zunächst ein theoretisches Kapitel, in dem die Rahmenbedingungen des Übergangs in die weiterführende Schule sowie verschiedene Theorien der Wahl vorgestellt werden. Im darauf folgenden dritten Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu nonkonformen Übergängen aufgearbeitet und die neuen untersuchten Hypothesen präsentiert. Das vierte Kapitel stellt den methodischen Ansatz zur Bearbeitung der Fragestellung vor. Der anschließende Ergebnisteil behandelt die Auswertung der Analysen zum Einfluss nonkonformer Übertritte auf die anschließenden Bildungsverläufe. Abgerundet wird die Arbeit von einem Diskussionskapitel, in dem die erzielten Befunde kritisch beurteilt werden, sowie einem abschließenden Fazit. Das heißt, die Hälfte meines Gutachtens ist eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was ich gemacht habe, aber das ist tatsächlich gar nicht so blöd, weil es kann schon mal passieren, dass jemand das Gutachten haben möchte und dann versteht derjenige halt auch, wie die Arbeit aufgebaut war, ohne sie gelesen zu haben. Jetzt geht's aber tatsächlich los mit der inhaltlichen Bewertung. Der Aufbau der insgesamt 66 Textseiten umfassenden Arbeit wird dem Thema weitestgehend gerecht. Der Theorieteil ist schlüssig strukturiert und beinhaltet alle für die Fragestellung relevanten Gesichtspunkte. Im Methoden- sowie dem Ergebniskapitel der Arbeit macht Frau Dosch deutlich, dass sie die verschiedenen für ihre Forschungsfrage relevanten theoretischen Aspekte sinnvoll in ihre Untersuchung übertragen hat. Kritisch anmerken lässt sich allerdings, dass sich das als Daten und Methoden bezeichnete vierte Kapitel auf die Beschreibung von Datensatz und Operationalisierung beschränkt und darüber hinaus keine weiteren Informationen zur methodischen Vorgehensweise enthält. Über die Gründe für die Wahl der Analyseverfahren, die Modellbildung oder die herangezogenen Kennwerte erfährt man kaum etwas. Davon abgesehen kann der schrittweise Aufbau der Ergebnisse und die Ergebnisdarstellung durchaus als gelungen bezeichnet werden. Abschließend werden die erarbeiteten Befunde kritisch reflektiert und hinsichtlich möglicher Einschränkungen diskutiert. Hier wäre stellenweise noch ein etwas stärkerer Rückbezug auf die im Theorieteil vorgestellten Aspekte wünschenswert gewesen. Positiv hervorzuheben ist dagegen die umsichtige Reflexion, die sich vor allem auf die Grenzen der aus den Befunden resultierenden Schlussfolgerungen bezieht. Das war jetzt so das Feedback zum Inhaltlichen und jetzt gibt's noch was zum Formellen. Formell genügt die Arbeit jederzeit den gängigen wissenschaftlichen Standards. Der Umfang der Arbeit ist für eine Masterarbeit angemessen.
Die sehr stimmig gewählten Referenzen und Zitate werden einheitlich und formal korrekt dargestellt. Das Literaturverzeichnis ist mit 67 Einträgen von angemessenem Umfang. Die Quellen sind passend zur Thematik ausgewählt. Der Schreibstil ist durchgängig von hohem Niveau und wissenschaftlicher Art. Es finden sich kaum umgangssprachliche Ausdrücke oder Flüchtigkeitsfehler. Das war jetzt das Gutachten soweit. Und jetzt steht eben die Note drunter. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Note ihr denkt, dass ich aufgrund dieses Gutachtens bekommen habe. Also pausiert doch gerne und schreibt es in die Kommentare. Und jetzt der wichtigste und letzte Satz im Gutachten. Insgesamt handelt es sich bei der Arbeit von Frau Dosch um eine überzeugende Abschlussarbeit, die trotz der genannten kleineren Schwachstellen mit der Note sehr gut 1,3 bewertet wird. Genau, also ich habe meine Arbeit mit 1,3 tatsächlich bewertet bekommen. Und ich finde, dass wenn man das Gutachten so liest, dann denkt man das gar nicht, sondern irgendwie was viel Schlechteres. Weil klar, er nennt schon die ganzen Dinge, die gut waren, aber er führt eben auch genauer aus, was eben nicht so gut war. Was ja irgendwie auch klar ist, keine Arbeit ist perfekt, wie gesagt. Aber irgendwie das Verhältnis zwischen dem, was gut war und dem, was nicht gut war, keine Ahnung. Also als ich das Gutachten gelesen habe, dachte ich mir so, oh Gott, das klingt ja ganz grauenhaft, aber die Note, ich bin sehr zufrieden mit der Note. Ich hätte es gar nicht unbedingt so erwartet, also das ist wirklich, also so, ja, mit 1,7 hatte ich vielleicht so geliebäugelt, weil ich hatte halt einfach noch drei andere Kurse, ich hatte noch die Hochzeit meiner Schwester, ich hatte noch den einen Wettkampf, den ich hauptamtlich organisiert habe, hauptverantwortlich organisiert habe, und da war halt einfach nicht so der Fokus auf der Masterarbeit, wie vielleicht bei anderen Personen das der Fall war. Deswegen bin ich echt mega zufrieden mit der Note. Zu den Kritikpunkten kann ich sagen, es waren im Wesentlichen ja zwei Stück. Das erste ist, dass er gemeinte, dass ja man nicht so gut nachvollziehen konnte, warum ich irgendwelche Kennzahlen und Analyseverfahren ausgesucht habe. Und dazu kann ich, ja, das stimmt, also das steht tatsächlich da nicht so drin. Also nicht so, ich habe das nicht so explizit gemacht. Ich habe halt Regression gerechnet und meine abhängige Variable war halt binär. Und dann ist irgendwie klar, okay, du kannst jetzt keine lineare Regression rechnen, sondern nimmst halt dann Logit- oder Probit-Modelle. Oder er meinte zum Beispiel, dass ich habe das eine hierarchische Regression gemacht, also nicht alle Faktoren auf einmal aufgenommen, sondern einmal nur den Haupteffekt und dann schrittweise Kontrollvariablen hinzugefügt, dass man sehen kann, wie die Effekte eben einander beeinflussen. Das habe ich aber halt nicht erklärt, weil irgendwie, ich habe schon so viele Literatur dazu gelesen, es wird immer so gemacht. Und deswegen war das für mich irgendwie klar, aber er hat natürlich nicht ganz unrecht, wenn er sagt so, jo, eine Begründung wäre nicht schlecht gewesen, warum du dich dafür entschieden hast. Was aber kein Problem war, und damit kann ich vielleicht auch einige Leute beruhigen, die auch eine empirische Arbeit in den Sozialwissenschaften schreiben im Master. Ich hatte befürchtet, dass die statistischen Methoden, die ich angewandt habe, halt nicht ausreichend vom Niveau her sind für eine Masterarbeit, weil es eigentlich Sachen waren, die ich alle im Bachelor gelernt hatte. Da hat mir mein Betreuer aber im Nachgang gesagt, ich habe das eben bei der Nachbesprechung gefragt, dass das kein Problem ist, weil es gibt halt nun mal ja Wege, die man einschlägt für gewisse Fragestellungen, und dass man so das Neueste vom Neuesten aus der Statistik nimmt, würde er dann für eine Promotion eher erwarten, aber nicht für eine Masterarbeit. Wenn die Modelle zu der Fragestellung passen, ist es vollkommen okay, wenn das jetzt nicht die hyperkomplexesten von allen sind. Der zweite Kritikpunkt war eben, dass ihm ein bisschen der Rückbezug zur Theorie im Fazit gefehlt hat. Also dass man nochmal explizit sagt, okay, mit dem und dem Ergebnis lässt sich die und die Theorie bestätigen oder nicht. Das konnte ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, den Kritikpunkt. Also ist gar nicht böse gemeint. Ich meine, er ist der Doktor, er hat Ahnung und so. Nur, also es hat dann irgendwie schon Sinn ergeben. Aber wenn man die Arbeit von vorne bis hinten liest, dann, wie es ja funktioniert, ist, man macht eine Einleitung, dann macht man den ganzen theoretischen Hintergrund und daraus leitet man ja die Hypothesen ab. Also die Hypothesen kommen ja nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, weil man das halt mal eben so denkt, so, weil, keine Ahnung, der Cousin fünften Grades davon, ein Freund, der Bruder, hat das so erlebt, deswegen denkt man das so. Sondern es gibt ja Theorien und daraus leitet man die Hypothesen ab. Das bedeutet, oder hat für mich im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn ich dann eine Hypothese bestätige oder ablehne, dass damit dann klar ist, dass eben diese Theorie auch in diesem konkreten Fall eben bestätigt oder abgelehnt
abgelehnt oder halt bestätigt oder nicht bestätigt wird. Jetzt hat es gerade an der Tür geläutet und es hat mich jetzt natürlich total rausgebracht. Also was ich sagen wollte ist, man leitet die Hypothesen aus den Theorien ab und wenn ich dann die Hypothese bestätige oder eben nicht bestätige, dann ist es für mich irgendwie klar, dass man dann die Theorie eben auch bestätigen oder nicht bestätigen kann. Er hat aber natürlich recht, dass viele Leute die Arbeit nicht von vorne bis hinten lesen. Also ich glaube, ich meine, es liest ja sowieso keiner, das ist ja nicht veröffentlicht oder so. Aber, und das ist so, wie ich auch Arbeiten lese, ist, ich lese die Hypothesen und dann lese ich die Ergebnisse und dann lese ich das Fazit. Und man überspringt die Theorie natürlich in der Regel und deswegen wäre vielleicht ein stärkerer Rückbezug, ja, schön gewesen. Aber das war, glaube ich, auch nur ein kleinerer Kritikpunkt. Und ich glaube, das Größte war echt mit den Analysenverfahren und eben die Auswahl der Methoden, weshalb es sozusagen nur hier, und da sind die Anführungsstriche ganz dick, 1,3 ist. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Note. Ich hatte, wie gesagt, eher so mit 1,7 gerechnet, so. 1,3 ist natürlich super toll, klasse, ich habe mich so gefreut. Ich habe auch sehr viel Arbeit reingesteckt, aber eben vor dem Hintergrund, dass ich eben ja, noch so viele andere Sachen zu tun hatte, in der Uni und auch privat, musste ich das auch irgendwie realistisch sehen. Dann noch auf den letzten Punkt, auf den ich eingehen wollte. Wie ist die Masterarbeit im Vergleich zur Bachelorarbeit? Denn, also, als ich meine Masterarbeit angefangen habe, irgendwie, ja, fiel es mir schwer, das abzuschätzen. Und das hängt natürlich sehr von eurer Prüfungs- und Studienordnung ab. Manche schreiben ja auch 10 Monate an ihrer Masterarbeit. Bei uns war es so, dass die Masterarbeit doppelt so lang ist, sowohl vom Umfang als auch von den Credits, als auch vom Zeitumfang, den man zur Verfügung hat, doppelt ist. Das ist kein deutscher Satz, oder? Es ist auf jeden Fall doppelt so viel Aufwand und doppelt so viel Arbeit, aber es bringt dir eben auch doppelt so viele ECTS und deswegen ist die Masterarbeit auch doppelt so wichtig wie die Bachelorarbeit bei uns. Und das hat man auch echt gemerkt. Also die Bachelorarbeit, das hängt natürlich auch immer sehr davon ab, was man macht. Die Bachelorarbeit war bei mir eine Literaturarbeit, die Masterarbeit war eine empirische Arbeit. Empirische Arbeiten sind immer ein bisschen mehr Aufwand als Literaturarbeiten. Und hinzu kam einfach, dass der Umfang halt der Bachelorarbeit entspricht bei uns 2 langen Hausarbeiten und wir schreiben 3, 4, 5 Hausarbeiten jedes Semester. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so das Riesending. Die Masterarbeit war da schon ganz anders, eben allein dadurch, dass sie eben eine andere Ausrichtung hatte in meinem Fall und dass es eben ja so 140.000 Zeichen waren mit Leerzeichen, die ich schreiben musste. Und ja, dass man einfach weiß, okay, das ist 1/4 meiner Abschlussnote. Weil im Bachelor hat man ja 180 ECTS und es zählt, glaube ich, 15 bei uns die Bachelorarbeit und im Master hat man 120 ECTS und es zählt 30, also tatsächlich 1/4. Den Aufwand würde ich tatsächlich als wesentlich höher einschätzen als in der Bachelorarbeit. Ich habe zwar auch, wie im Bachelor auch schon, während der Masterarbeit noch 3 Kurse belegt tatsächlich und die auch alle bestanden und da auch gute Noten bekommen. Aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Also wenn man die Wahl hat, würde ich vielleicht maximal 1 oder 2 Kurse noch währenddessen machen und mich sonst wirklich auf die Masterarbeit fokussieren, weil es schon nochmal echt einfach ein ganz anderes Stresslevel ist als die Bachelorarbeit. Und der Zeitraum ist halt, also wir hatten für die Bachelorarbeit 12 Wochen Zeit und für die Masterarbeit hatten wir dann eben 22 Wochen, glaube ich. Und das ist halt, 12 Wochen, das sind 3 Monate, das ist sehr überschaubar. Ein halbes Jahr ist halt irgendwie schon viel krass. Also fast ein halbes Jahr ist schon echt einfach ein viel längerer Zeitraum, der sich irgendwie schlechter überblicken lässt. Insgesamt, ich bin froh, es ist vorbei, es ist geschafft. Ich versuche gerade, mir diese Masterarbeit in meinem anderen Fach anrechnen zu lassen, weil es eigentlich perfekt in die Bildungssoziologie passen würde. Es ist eine quantitativ-empirische Arbeit. Es passt vom Umfang her, das passt eigentlich von den Anforderungen. Die Frage ist halt, ob sie mir das zugestehen, dass ich keine Masterarbeit bei ihnen schreibe. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen.